Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seid mal wieder beim Atzenberger und wie immer freue ich mich, dass ihr auch diesmal dabei seid und bei mir zuschaut. Denn heute gibt es einen Dreifachtest bei mir und zwar hiervon. Ihr seht schon, Takis habe ich heute besorgt zum Testen. Wer das nicht kennt, das sind gerollte Mais Tortilla Snacks von einem mexikanischen Snackfood-Hersteller. Barcel nennt er sich. Ja, und die Dinger sind auf jeden Fall ziemlich gehypt. Ich habe schon von einigen Leuten gehört, dass ich die doch mal testen soll. Ja, heute ist es soweit. Wir haben drei verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich habe mir so ein Probierpaket bestellt, sage ich jetzt einfach mal. Hätte ich allerdings noch ein bisschen genauer lesen sollen, weil ich dachte eigentlich, dass die Tüten größer sind. Wir haben jetzt 3x 57 Gramm und jetzt kommt der Preis. Ich habe dafür bezahlt 11,99 Euro. Ja, ziemlich teuer auf jeden Fall das Ganze. Habe ich mir bei Amazon bestellt. Wie gesagt, ich hätte es besser lesen müssen. Naja, selber schuld auf jeden Fall. Gut, ihr seht schon, wir haben drei verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich fange jetzt gleich mit der linken an. Und auf jeder Packung ist hier so ein kleines Schärfethermometer drauf. Das sind jetzt die mildesten. Ihr seht schon, hier steht mild, bei dem anderen steht hot und bei dem anderen extreme. Ja, also ich denke mal, da werden wir jetzt auf unsere Kosten kommen. Ich mag ja gerne scharfe Sachen, wenn sie denn nicht zu scharf sind. Ich habe auch eine eigene Schärfetabelle. Da werden wir die jetzt auch gleich einordnen. Aber eins nach dem anderen. Wir beginnen jetzt mit dieser Sorte hier. So, schaut mal. Ich zeige es Ihnen nochmal. Crunchy Fajitas. Ich hoffe, ich habe das Ganze richtig ausgesprochen. Wie gesagt, das soll jetzt hier die mildeste Sorte davon sein. Davon überzeugen wir uns jetzt mal und probieren. Denn ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht's nur um eins und das ist der Geschmack. So, auf damit und raus damit, wie immer. Jetzt gucken wir mal, wie sie aussehen. Oh ja, okay. So, ich hole mal ein paar raus und zu Tidi, dann geht's los. So, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte der Packung hier entnommen. Wir werden jetzt probieren. Ich bin sehr gespannt. Fajita ist ja ein mexikanisches Gericht und das ist, wie gesagt, die mildeste Sorte hier mit Chili-Pfeffer. Gucken wir sie uns erst nochmal an. Sie sehen sehr, sehr gut gewürzt aus. Also wie gesagt, ich habe noch nie irgendwas von Takis gegessen. Heute ist Premiere. Ich probiere. Also sie sind schon mal extrem crunchig. Mhm. Und auch richtig krass gewürzt. Schaut mal. Mhm. Also das schmeckt schon mal richtig gut. Richtig, richtig gut. Und da bin ich wirklich schon mal begeistert. Ich weiß leider nicht, was das jetzt hier genau für eine Gewürzmischung ist, aber die schmeckt wirklich knaller. Klein bisschen brennt es jetzt. Okay, die bekomme ich schon mal auf der Schärfetabelle. Ja, die 2 bis 3 würde ich sagen. Höher geht es nicht. Aber auf jeden Fall eine super leckere Sorte, würde ich mir nochmal kaufen. Also die sind schon mal klasse, auf jeden Fall. Auch hier habe ich jetzt die Hälfte der Packung ungefähr mal rechts daneben gelegt. Hier habe ich jetzt gelesen, dass hier auch schon Cayenne-Pfeffer dabei sein soll. Also das wird jetzt noch um einiges schärfer sein wahrscheinlich. Die erste Sorte war gut. Obwohl, wenn man jetzt mal guckt, die sehen eigentlich weniger gewürzt aus. Komisch. Nun gut, ich probiere auch die. Oh ja. Mhm. Auch hier wieder super crunchig. Richtig gut. Seht ihr, so gedrehte Dinger sind das. Ja, die sind jetzt auf jeden Fall schärfer. Aber immer noch nicht zu scharf, kann man super essen. Auch hier wieder eine richtig klasse Gewürzmischung drauf. Schmeckt man auf jeden Fall gut die Chilis raus. Mhm. Ja, die finde ich auf jeden Fall jetzt auch sehr, sehr gut. Würde ich mir auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Die bekommen jetzt auf der Schärfetabelle, ja, 4 bis 5 würde ich sagen. Ich habe jetzt wirklich schon so ein leichtes Brennen auf der Zunge. Aber es ist nicht unangenehm. Die kann man auf jeden Fall auch gut wegsnacken. Wie gesagt, auch hier klasse auf jeden Fall. Eine sehr, sehr leckere Sorte. Definitiv. Jetzt testen wir die dritte Sorte, Fuego. Die soll noch eine leichte Limettennote haben. Und ihr erinnert euch, die waren extrem von der Schärfe angegeben. Also da bin ich jetzt gleich sehr gespannt. Schaut mal, wie meine Hände aussehen. Ich habe die jetzt nur rausgeholt. Also da ist wirklich einiges an Gewürzmischung dran. Dann würde ich sagen, auch hier, wir probieren. Es geht los. Mhm. Also hier muss ich sagen, die schmecken wirklich leicht nach Limette. Das ist schon mal ziemlich gut. Und sie sind ziemlich scharf auf jeden Fall. Merkt man direkt. Mhm. Oh ja. Ja, jetzt kommt's. Jo.
Oh, heftig. Aber ich probiere mal noch einen dazu. Mal gucken. Oh ja, jetzt geht's gut ab. Ja, also nicht umsonst extrem. Ah, jo. Also die liegen auch so zwischen 6 und 7 auf jeden Fall. Eher 7. Ja, machen wir auf jeden Fall 7. Oh, also die sind auf jeden Fall nicht ohne hier, die Dinger. Aber sie schmecken immer noch relativ gut. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das fällt, wenn ich jetzt noch mehrere essen würde. Aber das reicht auch erstmal. Die Sorte ist auch lecker auf jeden Fall. Ja, ich zeige euch jetzt nochmal die Rückseiten von unseren Takis und dann gibt es meine Bewertung zu den drei Sorten. Diese leckere Knabberei bekommt von mir den Doppeldaumen nach oben. Einen Daumen muss ich leider abziehen, sonst wäre es der Dreifachdaumen geworden. Wegen des hohen Preises für 3x 57 Gramm 11,99 Euro zu verlangen, finde ich schon ziemlich heftig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es die auch irgendwo noch in größeren Verpackungen und dann günstiger gibt. Dann würde ich mir noch mal überlegen, so eine Packung zu kaufen. Aber so ist mir das auf jeden Fall zu teuer. Geschmacklich sehr, sehr lecker auf jeden Fall. Auf jeden Fall was für die Leute, die Schärfe gut abkönnen. Vor allem die dritte Sorte, Fuego. Lasst euch nicht abschrecken von dieser Limettennote. Das schmeckt wirklich richtig, richtig gut. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das zu einer Knabberei so gut passt. Aber ich bin begeistert. Absolut lecker. Ja, meine Lieblingssorte. Also wenn ich jetzt eine auswählen müsste von den dreien, würde ich jetzt die Wild nehmen, glaube ich. Das liegt so genau in der Mitte von der Schärfe. Die kann man noch gut essen und sind auf jeden Fall auch sehr, sehr lecker. Kennt ihr die Takis schon? Wenn ja, könnt ihr mir gerne was dazu in die Kommentare schreiben. Es gibt auch noch andere Sorten. Vielleicht besorge ich davon nochmal eine Tüte und probiere die hier. Ich bin auf eure Reaktionen und Meinungen dazu gespannt. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne was in die Kommentare dazu schreiben. Ich freue mich über jegliches Feedback und antworte natürlich auf jeden Kommentar, den ihr mir unter die Videos schreibt. Das war's für heute. Ich hoffe, mein kleiner Test hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Ganz besonders natürlich über ein Abo. Und wenn ihr mögt, schaut auch morgen wieder bei mir auf dem Kanal vorbei. Es lohnt sich, denn ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltest-Videos und würde mich freuen, euch auch morgen wieder bei mir begrüßen zu dürfen. Ja, das war's schon wieder für heute. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, sagt euer Atzenberger.